Liebe Zuschauer, live aus Jugoslawien erwartet Sie eine Geburtstagsgala besonderer Art. Slavko Ausenik, der König der Volksmusik, feiert mit uns zusammen seinen 60. Geburtstag. Steigen Sie ein, fliegen Sie mit durch 90 Minuten bunter Unterhaltung aus dem bezaubernden Bled. Schöne Melodie, Valerie und Valera, Gäste sind so viele da, aus dem Lande fern und nah, Valera la la. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, mit frohen Liedern singen wir durch die ganze Welt. Es ist so schön, ein Musikant zu sein, das freie Leben uns so sehr gefällt. Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause und hier in der Halle. Wir heißen alle Zuschauer in Deutschland, Österreich, Finnland, in der Schweiz und auch in Jugoslawien herzlich willkommen. Wir senden live aus der Sporthalle im jugoslawischen Bled. Wir, das ist meine charmante Kollegin vom slowenischen Fernsehen, die zwischendurch ihren Landsleuten alles übersetzen wird. Marta Kos. Und? Und Gerhard Lippert aus Deutschland. Ja, Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, Sie haben ja eben diese herrlichen Bilder von Bled und Umgebung gesehen. Sie allein wären schon Grund genug, hierher zu reisen. Aber wir haben einen viel besseren. Stimmt's, Marta? Und wie, aber dazu möchten Gerhard und ich Sie kurz in die Vergangenheit entführen, genauer gesagt ins Jahr 1953. 1953, das war ein Jahr, in dem viele Karrieren begonnen haben. In Deutschland wurde Peter Kraus entdeckt und Werner Höfer moderierte zum ersten Mal seinen internationalen Frühschoppen. In Amerika heiratete John F. Kennedy seine Jackie. Und Elizabeth Taylor traf Richard Burton zum ersten Mal bei einer Party. Ja, in England wurde Königin Elisabeth gekrönt und in Jugoslawien begann die Karriere eines Königs der Volksmusik. Er ist der Mann, der den berühmten Oberkrainer-Sound erfunden hat. Heute sind wir hier, um ihn zu ehren, denn er feiert seinen 60. Geburtstag. Prisrčno pozdravljeni, spoštovani obiskovalci tukaj v dvorani in seveda gledalci doma pri televizijskih sprejemnikih. S simpatičnim kolegom Gerhardom Lippertom iz Nemčije vas bova na kratko... Hvala lepa, hvala lepa.
To je s tem prijetnim možakarjem vas bomo na kratko popeljala v preteklost, natančneje povedano v letu 1953. Takrat je začelo kariero mnogo znanih ljudi. V Ameriki se je John F. Kennedy poročil svojo Jackie, Elizabeth Taylor je menda prvič srečala Richarda Burtona, v Angliji so kronali kraljico Elizabeto, pri nas pa je začel kariero še eden od kraljev in sicer kralj narodno-zabavne glasbe. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Slavko Ausenik. Mein lieber Freund. Na Slavko, wie fühlt man sich, wenn so viele nette Leute hierher zum Gratulieren gekommen sind? Prima oder sehr schön, wunderbar. Ja, und damit wir weitermachen können und die nicht zu viel applaudieren, schicke ich dich wieder zu deinen Musikern, da fühlst du dich ja auch viel wohler. Ja, liebe Zuschauer. Für unseren Jubilar Slavko und für Sie haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Zu allen Stationen dieser Traumkarriere von Slavko Ausenik und seinen Original-Oberkrainern werden unsere musikalischen Gäste ihre Top-Hits der letzten Jahrzehnte präsentieren. Beginnen wir also mit dem Jahr 1953. Damals hatte eine großartige Künstlerin ihre ersten Erfolge. Vielleicht erinnern Sie sich noch, man nannte sie damals nur die schwarze Schönheit. Leta 1953 je začela kariero še ena zvezda. Vsi so jo poznali pod imenom Črna lepotica. Ja, und heute Abend ist sie bei uns. Viel Vergnügen mit Mona Baptiste. Mir ist so komisch zumute, ich ahne und vermute, heute was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt. Heute in der Nacht, ich konnte weinen und lachen und Leute uns im Backen. Heute was in der Nacht, ein ganz besonderer Duft, der so verlockend ruht. Heute liegt was in der Luft. Doch deinen Mann fest, denn er ist in Gefahr. Ja, wenn du ihn so allein lässt, dann ist bald ne andere da. Halt, halt, halt doch deinen Mann fest, denn er ist in Gefahr. Ja, wenn er morgen nicht mehr dein ist, dann war schon ne andere da. Tausend süße Mädchen sieht er täglich im Vorübergehen. Und es wäre doch möglich, eines Tages bliebe er bei einer anderen stehen. Drum halt, halt, halt doch deinen Mann fest, denn er ist in Gefahr. Ja, wenn du ihn so allein lässt, dann ist bald ne andere da. Tausend süße Mädchen sieht er täglich im Vorübergehen. Und es wäre doch möglich, eines Tages bliebe er bei einer anderen stehen. Drum halt, halt, halt doch deinen Mann fest, denn er ist in Gefahr. Ja, wenn du ihn so allein lässt, dann ist bald ne andere. Liebe Zuschauer, wir begrüßen jetzt einen Gast,
der uns aus erster Hand von Slaukos erstaunlicher Karriere erzählen kann. Es ist sein Bruder Wilko. Herzlich willkommen. Slavko aus Sinniks Elternhaus ist nur 6 Kilometer von hier entfernt. Das ist ein Gasthof in Begunje. Dort wuchs Slavko mit seinem Bruder auf, der als erster sein Talent kannte und bis heute der musikalische Leiter der Gruppe ist. Zdaj pa pozdravljamo gosta, ki je prvi odkril Slavkov talent in je vse do danes še vedno glasbeni vodja skupine. Prisrčno pozdravljeni, Wilko Avsenik! Wilko, wann habt ihr denn gemerkt, dass der Slavko so ein begabter Hundling ist? Das ist schon eine lange Zeit her. Unser Vater wollte, dass wir alle 4 Kinder Musik spielen. Oh, er war nämlich ein sehr großer Liebhaber. Und es war interessant, Slavko ist der kleine Bruder. Ja. Er nahm die Harmonika in die Händen und gleich hat man gespürt, mit welchem Schwung und Rhythmus er das Instrument beherrscht. Hat er das sofort gekonnt, so ohne was zu lernen, Mensch? Das ist ja fast ohne zu lernen, das Instrument liegt in seinen Händen gleich. Ne? Wir haben sehr viele Jahre später zusammengespielt, bis ich schon ein Profi war im Radiofunkorchester unter der Leitung unseres Dirigenten Bojana Damić. Ja, ich war dort Klarinettist und Saxophonist und da haben wir gesehen, es war eine Lücke in der Programm Branche drin, und zwar Unterhaltungsmusik volkstümlicher Art. Ah, ja. Hat man begonnen, neue Talenten zu suchen, und ich weiß, mein Bruder wäre schon einer davon können sein. Ne? Ja, und Sie haben ihn dann mitgenommen und er hat dort vorgespielt, oder was ist da gewesen? Es war genau so, wie Sie gesagt haben. Ich bat Slavko, will er mitmachen? Er sagt schon, wenn du mir hilfst. Und dann ging es ja rasch weiter, dann... Ja, ganz so rasch nicht. Er sagte, ich bin nicht zufrieden, nur als Solist hier aufzutreten. Oder mit Trio, mit Kontrabass und Gitarre. Er sagt mir, oder er schlägt mir vor, bitte gründen wir einen neuen Ensemble. Ein Ensemble. Und Ensemble. Wie setzte sich das Ensemble von den Instrumenten her zusammen? Auf einmal war ich hier von einem kleinen oder einem großen Problem. Nämlich mit allen Besetzungen, die mir bis damals bekannt waren, ich war nicht zufrieden. Dann dachte ich mir so, Slavko spielt Akkordeon, ich spiele Klarinett. Warum sollte ich nicht Trompete mitnehmen? Und anstatt Kontrabass habe ich Bariton aus Blechkapelle genommen und die Gitarre hat die ganze Gruppe jetzt ergänzt. Und in diesem Moment haben wir den neuen Sound, Oberkrainer Sound, gegründet und so war dann also der Weg weitergegangen. Dieser legendäre Sound kam durch die Zusammenstellung dieser Instrumenten. Ja. Ja, und dann ging es ja weiter. Ihr habt hier gespielt, aber dann ging es ja auch schon über die Grenzen Sloweniens hinaus, vor allem in Richtung deutschsprachigem Raum. Wie ist das vonstatten gegangen? Die Wege werden aber nicht sich so schnell öffnen können, wenn der Herr Rauch, Fred Rauch, der war damals Moderator in München. Ja, eine kurze Information. Fred Rauch war und ist ein sehr bekannter Moderator beim Bayerischen Rundfunk in München. Wünsch, meine Wunschmelodie oder Wünsch dir was, hieß die Sendung immer. Er hat uns gehört und sagt, Ensemble muss nach Europa kommen und er hat uns die Konzerttüre nach Europa geöffnet. Ja, und durch Europa fahrt ihr immer noch, ihr macht Tourneen, jetzt gleich wieder und im Herbst. Danke, Wilko Avsenik. Ja. Und Slavko Avsenik kann eine erstaunliche Bilanz ziehen. Von bisher 100 Langspielplatten wurden 31 vergoldet. Zweimal gab es Platin und einmal sogar Diamant. Hören wir nun 2 Stücke von Slavko. Sie markieren sozusagen die Eckpfeiler seiner Karriere. Mit dem Trompetenecho hat sie begonnen und mit dem neuen Lied in lustiger Gesellschaft ist sie auf dem heutigen Höhepunkt. Danach hören wir dann 2 Stars, die ihr Geburtstagsständchen für Slavko bringen wollen. Das ist einmal Rocco Granata und Margot Eskens. Cindy, oh Cindy, erinnern Sie sich noch? Mit diesem Titel war sie 10 Wochen lang die Nummer 1 in der Hitparade und auch heute strebt sie wieder ganz nach oben. Ja,
Dvi zvijezdi boste zdaj čestitali Slavko ob rojstnem dnevu, Margot Eskens in Roko Granata. Toda, še prej bomo slišali dve skladbi Slavka Avsenika, ki na nek način pomenita nosilna stebra njegove karijere, kajti začel je z Na Golici, še danes pa je med neuspešnejšimi v Veseli družbi. Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer. Thank you.
Mandolinen und Gitarren hell erklingen, Musikanten fröhlich singen. Alle Burschen, alle Mädchen gehen zum Tanzen und mein Liebster ist dabei. Tiritomba, Tiritomba, immer möchte ich in deine Augen sehen. Tiritomba, Tiritomba, denn die Liebe ist so schön. Und er sprach zu mir von Treue und von Liebe, ach, wenn's immer doch so bliebe. Gab ein Ringlein mir und eine rote Rose in der schönsten Nacht im Mai. Tiritomba, Tiritomba, immer möchte ich in deine Augen sehen. Tiritomba, Tiritomba, denn die Liebe ist so schön. Sinni, oh Sinni, dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt, liebst dich allein. Er kam, als du erst 18 warst, von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück. Am Kai, da riefen die Möwen, als er dich wieder verließ. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein, der Mann, den du geliebt, liebst dich allein. Der Mann, den du geliebt, liebst dich allein. Der Mann, den du geliebt, liebst dich allein. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Deine zauberhafte Ballerina, wärst du meine süße Karolina, aber du bist ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein und lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, wirst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss und das ist ja. Marina, 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 dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, 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 du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm und lass mich nie alleine. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm und lass mich nie alleine. Oh, no, 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 no.
Danke, Margot Eskens. Danke, Rocco Granata mit Marina. 1959 hatte er damit einen Nummer-1-Hit und hielt sich 40 Wochen lang in der Hitparade. In diesem Jahr 59 zündete bei Slauko die nächste Stufe seiner Karriere. Er machte sein erstes Konzert in Deutschland und wirkte in zwei Heimatfilmen mit. Freuen Sie sich nun auf drei Stücke von Slauko Aussinnig. Eines davon ist hier so die heimliche Nationalhymne, Slowenien, mein Heimatland. Und dann hören wir noch zwei brandneue. Viel Vergnügen mit Slauko Aussinnig und seinen Original-Oberkrainern. Kein Grund für schlechte Laune auf den Regen, denn ohne Regen gibt's kein Leben auf der Welt. Kein Grund für schlechte Laune soll jetzt nicht für immer sein. Du weißt genau, auf Regen folgt auch wieder Sonnenschein. Kein Grund für schlechte Laune, schau die Welt, wie schön. Du darfst nicht immer traurig nur durchs Leben gehen. Kein Grund für schlechte Laune, trink mit mir ein letzten Wein und lass die dummen Sorgen Sorgen sein. Manchmal geht alles schief, manches Glied liegt sehr tief und du fühlst dich allein, denn das Glück kehrt nicht ein. Dann geht nichts so schnell auf, es wird bald schon bergauf und die Wolken vergehen im Hand und drin. Ostravlja, morte i srećni tu spoko.
Thank you.
Danke, Slauko, und danke dem herrlichen Gesangstrio. Und nun, liebe Zuschauer, gratulieren zwei beliebte Künstler mit Medleys ihrer Top-Hits, die im gleichen Jahr ihre Karriere begonnen haben, nämlich 1965. Damals hatte Slauko bereits seine 100. Komposition, sein 1000. Konzert und seine erste goldene Schallplatte geschafft. Viel Vergnügen jetzt mit Roy Black und Chris Andrews. Ja, dann reicht's.
dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Am Horizont wird die Sonne wach. Lang war mein Flug durch die endlose Nacht. Sie sieht mich an und sie lacht mir zu. Sie ist wie du. California Blue, California Blue. Dieser Traum stirbt nie, er lebt tief in mir, noch als Fantasie. Wenn die Sonne sinkt, bin ich nah bei dir. Mach die Augen zu, California Blue. Nur einmal noch San Francisco sehen. Danke, Roy Black und Chris Andrews. Als die beiden ihre größten Erfolge hatten, lieg ich noch in der Wiege. Und Slavo hat bereits seine 10. Langspielplatte veröffentlicht. Ja, pravi fan to tvaret, ali Slavo, ko sem jaz še brcala v plenicah, je on že izdal svojo 10. Ploščo. Seit über 30 Jahren ist Slavo nun mit seiner charmanten Frau Brigitte glücklich verheiratet. Drei Söhne haben die beiden miteinander. Und alle drei haben ihr Leben, so wie der Vater, die Musik gewidmet. Der jüngste Sohn, Gregor, ist auf den neuen Platten schon als Gitarrist zu hören. Resultat 30-letnega srečnega zakona so pri Slavku trije otroci in to sami sinovi. Najmlajši sin Gregor je na najnovejših plošah že nastopa kot gitarist. Du schalten jetzt mal in Slavkos Elternhaus nach Begunje. Dort ist Gregor inmitten einer großen Festgesellschaft, denn natürlich wird auch dort Slavkos Geburtstag gehörig gefeiert. Hallo Gregor. Hallo Marta. Zum Geburtstag Ihres Vaters haben Sie auch ein Ständchen vorbereitet. Was hören wir von Ihnen? Gitarre und Romanze. Viel Vergnügen mit Gregor Ausenig. Thank you.
Danke, Gregor Aussenig, und weiterhin viel Freude mit den Original-Oberkrainern. Ja, verlassen wir die 60er Jahre und kommen wir zu den 70ern, an deren Ende Slauko auf 50 LPs zurückblicken kann. 1979 eröffnete Slauko Aussenig die Skiflug-Weltmeisterschaften in Planica. Damals wunderten sich viele, warum man gerade ihn dazu holte. Ja, nur wenige wussten, dass Slauko auch ein erfolgreicher Skispringer war, der sogar zur jugoslawischen Nationalmannschaft gehört hat. Zu Beginn dieses für Slauko so erfolgreichen Jahrzehnts erstrahlte auch der Stern eines anderen Stars. Auch er macht Musik für die Menschen, eine Musik voller Schwung und voller Freude. Als er von unserer musikalischen Geburtstagsfeier für Slauko hörte, sagte er spontan: Oh, da will ich auch dabei sein. Sagt's mir, wenn's soweit ist, für Slauko habe ich immer Zeit. Ja, und er hat Wort gehalten. Bitte begrüßen Sie jetzt besonders herzlich den Superstar der Stimmungsmusik. Hier ist Toni Marschall. Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Schöne Maid, komm mir so jung. Vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Ich komm jeden Tag von meinem Fenster aus, nur den grauen Himmel sehen. Darum beschloss ich dann auch irgendwann, der Sonne entgegenzugehen. Auf der Straße nach Süden kann ich erziehen, ohne Pläne zu schmieden, einfach nur geradeaus. Auf der Straße nach Süden, mit der Sonne als Ziel. Auf der Straße nach Süden, fühle ich mich zu Hause. Kein Grund zur
Maurer Xil bei mir geht alles doppelt schnell. Das, was ich brauch, das hab ich stets bei mir. Ich brauch im Tag so 20 Flaschen Bier. Das beste Werkzeug, glaubet mir, das ist und bleibt ein Flascherl Bier. Dann schießt die Maurer doppelt schnell in die Höhe, weil ich dann alles doppelt seh. Ja, du. Flascherl Bier im Bauch, das ist das Werkzeug, das ich brauch. Der Architekt, komm gern zu mir zum Bau und trink mit mir, dann sind wir beide blau. Sogar der Mörtel glaubt es mir, denn rühr ich an mit frischem Bier. Ich brauch nie Gips und brauche nicht Zement. Ich brauch ein Bier, das ist mein Element. Manches Haus gebaut, wo niemand sie drin wohnen traut. Denn es ist schief und das ist einmal er. Und geht der Wind, dann wackelt's hin und her. Ich weiß genau,
genau den Grund dafür. Wir Maurer trinken gerne Bier. Da kann schon sein, dass man sich einmal irrt und an dem Haus das Gleichgewicht verliert. Ja, du. Vielen Dank der George Baker Selection und vielen Dank auch Franz. Ja, liebe Zuschauer, Slavko hat nicht nur Erfolg, er hat auch gute Freunde, die maßgeblich daran beteiligt waren und sind, muss man sagen, denn seit über 30 Jahren spielen bei den Oberkrainer zwei von den fünf Stammmusikanten mit. Wie war es mit einem Applaus für Slavko und seine Freunde, die Original Oberkrainer? Slavko ist übrigens der einzige Autodidakt der Gruppe. Alle anderen haben Musik studiert und gehörten früher dem Radiotanzorchester Ljubljana an. Für ihren Freund Slavko haben sie sich eine besondere Überraschung ausgedacht. Drei seiner Erfolgstitel im Big Band Sound, gespielt von dem Orchester, in dem sie ihre Karriere begonnen haben. Und warum? Einfach zu zeigen, wie viel Substanz in seiner Musik steckt. Ja, kar dva člana igrata pri ansamblu že celih 30 let in še vedno ustrajata. Slavko je sicer edini samo v ansamblu, vsi ostali so glasbo študirali in nekateri tudi bili člani radijskega plesnega orkestra v Ljubljani. Da bi pokazali, kako bogata je njegova glasba, bodo zaigrali tri njegove skladbe v priredbi Jožeta Privška. Veliko užitka ob tej svetovni premieri z Big Bandom Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Jožeta Privška. Viel Vergnügen bei dieser Weltpremiere mit dem Big Band von Radio TV Ljubljana unter der Leitung von Jože Privšek. Thank you.
Liebe Zuschauer, wenn Sie sich ein Stück dieser zauberhaften Umgebung von Bled nach Hause holen wollen, wenn Sie die schwungvolle und für dieses Land so typische Musik auch zu Hause hören wollen, kein Problem. Alle Lieder von Slavko Auzunik und alle Nummern, die Sie heute gehört haben und noch hören werden, sind auf dieser Platte. Das gibt es natürlich auch in CD und Musikkassette. Sie heißt, wie unsere Geburtstagsshow, Es ist so schön, ein Musikant zu sein. Все складве Славка Аусеника, ки сте их на цој слишали, али па их ше босте слишали, со на тој плашчи, ки се именуе еднако кот наша на цојшња одаје, то е лепо е бити музикан. Туди складве, ки босте слишали здај, со на њеј. Viel Vergnügen mit unseren Musikanten Slavko Auzunik und den Original Oberkrainern. Oh,
Feiertag, das ist ein Feiertag, ich bin lustig und bin dill. Ich spiel Messer, ich spiel Teller, gieß im Garten den Salat, hol mir Wein aus meinem Keller, koch zu Mittag den Spinat. Ich hab immer gute Laune und ich sing von spät bis früh, wie jeder neue Tag. Thank you.
Ja, so klingt's, wenn ein Star-Trompeter auf seinem Instrument bläst. Vielen Dank, Walter Scholz. Er gratuliert es Lauko mit einem Strauß seiner Erfolgsmelodien. Ja, liebe Zuschauer, wie Sie sehen, sind wir bei unserem Streifzug durch 4 Jahrzehnte Lauko Aussenick bei der Disco von heute gelandet. Ah, aber keine Sorge, wir wollen hier nicht diskutieren, sondern weiter gratulieren. Zwei erfolgreiche junge Stars haben es sich nicht nehmen lassen, extra zu diesem Zweck hierher nach Bled zu kommen. Viel Vergnügen also mit Patrick Lindner. Er besingt die kleinen Dinge des Lebens. Aber zunächst gratuliert eine junge Dame mit ihrem neuen Hit, Wir ein Traum. Hier ist die Niki. Der Himmel.
dann brauchst du gar nicht der Größte sein, es zählt nur das Herz allein. Danke Patrick Lindner und danke auch Niki. Ja, liebe Zuschauer, schöne Zeiten haben alle einen Fehler. Sie gehen leider viel zu schnell vorbei. Oh ja, Martha, du hast recht. Es war uns wirklich eine Freude und eine Ehre, zu Ehren eines so großen Künstlers, wie es Slawko ist, hier diesen Abend zu gestalten und durch diese Sendung zu führen. Oh, eins muss ich noch loswerden, Martha. Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit einer so hübschen und charmanten Kollegin wie dir durch diesen schönen Abend zu führen. Und hiermit möchte ich dir sehr herzlich danken. Danke, Gerhard. Für mich war es auch wunderschön. Aber zum Schluss bedanken wir alle bei unserem Publikum und besonders bei unserem Jubilar Slawko. Wir wünschen ihm, dass er immer so frisch und fröhlich bleibt wie seine Musik. Ja. Ja, spoštovani gledalci, je že tako, da vse lepo hitro mine. Za naju z Gerhardom je bila posebna čast in veselje, da smo lahko na tak način čestitali velikemu glasbeniku. Zahvaljujeva pa se tudi vam, obiskovalcem tukaj, kot tudi gledalcem doma. Našemu jubilantu pa želiva, da bi bil vedno tako svež in vesel kot njegova glasba. Rada bi se zahvalila še tudi sama in sicer mojemu prikupnemu kolegu Gerhardu. Gerhard, zelo lepo je bilo delati s teboj. Eh? Me nisi razumel kaj, hast du mich nicht verstanden? Nein, nur mit dem Herzen. Mach nichts, nicht schon idea, aber es war sehr schön mit dir zu arbeiten. Danke, ja, danke dir. Du, hör auf, sonst wäre ich noch rot. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen aus Bled. Und hoffentlich auf Wiedersehen in Bled.